unterwegs mit Monte, Eli und Marlon, Delay Sports Training, Vlog 97, das ist ja für mich gemacht, Elias N97, passt, super. Okay, Eli, alles klar. Leute, irgendwie, ich habe das Gefühl, Eli ist auf dem Weg zur Schwangerschaft, also man kann es noch nicht sehen. Es war so drei Wochen, ja, okay, dauern, korrekt. Dass man sehen kann. Chaco, danke für dein Verschenken, Chuck. Vorbei. Diego war ja hier, Manni, aber Diego hat nichts organisiert bekommen. Ich habe das Gefühl, dass Eli schwanger ist irgendwie. Diego hat übertrieben zugenommen, Freunde, ich sag's euch ungerne, Diego wiegt jetzt fast so viel wie Manni. Der Mann hat sich ein bisschen gehen lassen, nachdem er seine Freundin hat. Die verhält sich anders und sie ist nicht wieder rollig geworden. Mach's, Fred. Moin, Leute, willkommen zu meinem Vlog. Ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wir gehen gleich essen mit Eli und Monte und Marlon. Und später halt Trainingsvlog. Also, dass ihr wieder ein paar Szenen aus dem Training bekommt. Und vielleicht das sehr Fußball-Szenen zu bekommen. Deswegen lasst euch weiter das Projekt verfolgen. Versuche ich da mitzunehmen. Ja, dann würde ich sagen, ich muss jetzt direkt schon los. Ich erkenne im Gesicht den Unterschied. Lasst ein Abo da, viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Schuld, Monte hat keine Schulden mehr bei mir, Chat. Monte hat keine Schulden mehr bei mir, er hat's bezahlt. Digga, der hat da auf einmal da irgendwelche Batzen rausgeholt. Aber er will die Gipsabs haben, damit sie leider auch mitbekommen. So, ich darf nicht mehr so frühstücken. Der Mann redet mit sich selber. Melle ist wieder aus dem Urlaub da. Alles, ach so, das ist Trainingsvlog. Ja. Dann haben wir auf dem Platz. Ich will unbedingt wieder auf dem Platz, Digga. Ich will auf dem Platz, weil, Digga, ich hab nicht morgen. Aber ich hab Angst. Guck mal, ich bin in zwei Wochen gegen. Da war ich noch kein Partner. Grunewald. Ich hatte eigentlich Bock so auf 20 Minuten Einsatz. Aber wenn ich mich dann verletze, dann kann ich meinen eigenen Kampf nicht mitspielen. Da war's, waren 10 Spins auf dem Eis. Ich gerade erfahren habe, dass der Mann in meinem Team ist im Tor. Das war was Gutes. Weißt wen du? Wen hättest du denn lieber im Tor? Du bist gut im Tor, aber das Problem ist, bei Halle, da musst du auch Fußball spielen können. Man muss auch ein bisschen was an der Pille können. Ich hab viel an der Pille. In eine Gruppe, ne? Ja. Ist ausgelost. Die Gruppen werden ausgelost. Aber wir haben jetzt einen guten Torwart. Wir haben Abu, wir haben Rohrt, Payne. Das Einzige, was ich noch hoffe, ist, dass bis dahin mein Handgelenk heil wird. Oh, nö. Das ist immer noch kaputt. Scheiße. Ich war immer noch nicht beim Arzt. Richtig. Scheiße. Okay. Shing Chang Chang, bevor man sitzt. Nein! Ich hab's genau gewusst, Digga. Ich analysiert. So, wir sind jetzt ein bisschen shoppen. Später ist Training bei Delay Sports. Wochenende ist unser erstes Punktspiel, Leute. Herr Monte, was von Elevate? Wir haben ihm mal was geschickt von Elevate, aber ich glaube, er benutzt es, um. Der benutzt immer T-Shirts, um, wenn er sich ein. Dass er die wegmacht, seine. Ich glaube, dafür benutzt er die. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir heute trainieren. Dienstag haben wir nicht so gut trainiert. Andi war nicht so zufrieden mit Chancenverwertung und sowas. Daran arbeiten wir gerade. Das heißt, wahrscheinlich. Heute auch wieder scheiße Chancenverwertung. Wir sind richtig kacke vorm Tor. Real Talk. Spielform und sowas. Letztes Video, geisteskrank, wie es ankam. Wenigstens hat das benutzt, ja. War auch von Emotionen und so, es kam alles rüber. Wir nehmen euch weiter mit auf dem Projekt. Deswegen hier kleinen Trainingsvlog, damit ihr ein bisschen Content bekommt. Die Les Balls immer mehr Einblicke bekommt. Der Mann macht Auge. Er sagt es auch, wenn zu filmen. Bitte. Ja, da kocht wieder was hier. Hallo und ich, ja, ja. Teuer, teuer. Die hast du schon alle. Die habe ich alle, ja. Könnt ihr irgendwie neue produzieren oder so? Von Monte, so? Ja, ist neu. Mhm. Aber das, ist das ein Darmstoff, sowas? Ja, das ist auch irgendwie ein Plan. Ja. Langsam brauche ich dann auch eine Pause. Das ist halt so. Monte holt eine neue Tasche. Die kostet 29.000 Euro. Digga. Also, entweder habe ich Wahrnehmung. 29.000 Euro. Also, das ist ja völlig verrückt. Das kann ich sagen, aber das sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Okay, Junge, ich habe gerade aus Versehen eine Story gepostet bei Dior. Und 2 Minuten später sieht sie so aus und man sieht nicht mal gut aus. Ja, App geht nicht. Ja, gut so, ich sehe da sie doch, sehe ich so alle mit Elevate. So Monte hat gar keinen Bock mehr. Monte ist Rolle. Hier Love Hurts, da Love Hurts, das will ich sehen. Die App geht nicht. Und da kam eine Meute an dran. Yes. Und ich mal und diesen ab. Ja, ja, sorry. Sind Jungs, wir so im Teufelskreis gefangen? Nee, also 29.000 für eine. Da wir die Rechnung haben, der. Für 29.000 kriegst du ein echt geiles Auto. Reicht hier rum, hallo. Ich hab einmal Hallo gesagt. Wie war's aber? War gut, ne? Wie wieder? Gutes Essen? Nee, Digga. Das war ganz schlecht. Schnauze, da bin ich gerade. Nein, war wirklich ganz schlecht, Digga. Ja, super. Ruf du mal. Was? Ruf du doch mal bitte. Hallo! Können wir bezahlen, bitte? So, danke, Digga. Wir sind jetzt da. Marlon macht übrigens mit Ada Einzeltraining. Viel Spaß übrigens. Wird nice. Kann ich auch mitmachen bei euch bitte? Ja, ist voll gechillt immer. Wir sind aber viel zu früh. Wir sind 1/4 Stunde zu früh da. Weil wir Macher sind. Weil wir mehr machen als die anderen. Erstmal. Sydney ist, glaube ich, heute 2 Kilometer im Spiel gelaufen. Ihr denkt ja auch immer so, hä, Sydney ist ja nicht verletzt.
Ihr müsst immer ein Spiel komplett mal sehen. Sydney läuft im Spiel Real Talk 2-3 Kilometer. Max. Max! Aber es reicht halt. Der macht ja trotzdem über seine 2-3 Buletten. Aber er hat halt auch immer Schmerzen im Knie, ne? Das muss man mal dazu sagen. Aber sobald er merkt so, nee, dann bleibt er auch stehen. Der bleibt dann wirklich stehen halt. Also wir haben heute drüber geredet. Er sagt so, Eli, ich frag so, war es anstrengend für dich? Er so, nee, eigentlich nicht. Er sagt so, ich laufe ja auch gar nicht. Er läuft vielleicht so, weiß nicht, 2 Kilometer im Spiel oder sowas. Am auf Lock. Einrollen. Schießt immer lange Ecke, ne? Ja, immer lange. Immer lange Ecke. Ja, gönn dir noch eine Fluppe. Kriegt gleich wieder 3 rein. Panne! Boah, Panne schon abgenommen, ich sag's dir. Panne 125 Kilo. Panne hat jetzt 125 Kilo auf der Waage. Muss man auch erstmal machen. Trainierst du mit? Nee. Ich hab gestern bei der zweiten mit trainiert. Da sind wir jetzt alle gespannt. Panne wieder auf dem Platz. Erstmal, vielen lieben Dank, ist angekommen. Stark. So viel, Bruder. Normal. Ich schwöre dir, du hast mich so glücklich gemacht. Na du. Ja, immer gucken, ich mach mit Auge. Nicht mit Auge. Also, GGs, ja, das, ja. Knie zulässt so halt, ne? Flugbälle gehen halt noch nicht und so Blödsinn, aber reicht. So ein Blödsinn. Wie war dein Event gestern? Adidas Event und so, bei dir läuft, ja? Bei dir läuft. Hä, wie wenig habe ich aufgenommen? Das kennst du noch nicht, Ali. Andi ist jetzt im Urlaub ab nächstes. Also nächste Woche ist noch dabei, glaube ich. Nee, Andi ist ab Donnerstag im Urlaub, meinte er zu mir. Er fehlt 2 Spieler am Seitenrand. Andi, 2 Spieler am Seitenrand fehlt der Mann. Brauchen wir Urlaub, hat er mir heute gesagt. Die philosophieren schon wieder über das Turnier. Die Geller Cup. Ali. Moin, Andi. Ali ist im Team mit Ada. Und Ada sagt, er kann. Selber muss er, ja. Hast du es drauf? Ich sehe leider Niki noch nicht, der mal das Training kennt. Ich hoffe, er kommt heute. Ada, kommt Niki heute? Ja, er kommt heute. Ja? Ja, safe. Haben wir auch Training. Niki ist immer da. Geht jetzt los. Wird Andi bezahlt oder arbeitet er woanders? Hallo, mein Freund, ich gebe dir mal die Geschichte zu Andreas durch. Andi hat das alles umsonst gemacht, aber er hat so viel gemacht. Also, es war nicht geplant, dass er Geld bekommt, aber er macht so viel. Der kümmert sich um die zweite, so mit Panne. Der meldet die Spieler die ganze Zeit an, obwohl das nicht sein richtiger Job ist. Der legt das Geld aus für Spieler, wo ich sag, Digga, hä? Sag mir doch Bescheid, dann bezahle ich das. Also er macht von sich aus so Ablösen und so, nicht offene Schulden und so offene Beiträge, sowas. So, das bezahlen wir ja mit Delay. Aber irgendwie, weil es schneller geht, hat er das ganz, ganz verrückt so. Aber er kriegt es natürlich wieder, ne? Aber haben wir uns dazu entschieden, dass wir ihm bezahlen werden. Er und dieser Niki sind die einzigen, die bezahlt werden. Und vielleicht noch mal ein paar so ein paar Designer halt. Das ist das Einzige. Bereit? Andi hat es verdient, ja, auf jeden Fall. Letztes Spiel war dein Mann auf Ibiza. Mhm. Freitag nach. Vollzeit? Nein, ist nicht Vollzeit. Schon wieder? Ja, ich will nur mal vor allen Spielen flüchten, ne? Ja, man scrollt die alten Bilder, die sind hier. Eure allerersten Kopfbilder. Mit dem Fokus-Trikot. Auslaufen könnt ihr. Egal. Nach 2 Runden Auslaufen schon am Schnaufen gewesen. 50, 80, go! Mann, hab ich verarscht! Stopp, ich geh runter! Wer fehlt denn, Junge? Er meint den Lauf! Er meint den Rücken umseilen! Was für dich ist wichtig? 10, ja? Wann noch 10? Hast du nicht gesehen? Sieht man eigentlich irgendwo, wie viele Mitglieder die Lay jetzt hat? Wurde ja schon kaum noch beworben, habe ich das Gefühl. Hallo Generalverdacht, wir haben immer eine Woche Verzug. Wir hatten in der ersten Woche, wo es da war, über 4000 Mitglieder. Das ist aber jetzt auch schon wieder eine Woche her. Das ist voll nervig da, das System. Also es ist übertrieben verzögert, leider. Man sieht es so krass schwer. Aber 4000 in der ersten Woche ist schon ganz schön viel für den Kreisliga-C-Verein. Also Ausrufezeichen Mitglieder, könnt ihr hier sehr, sehr gerne Mitglieder sein. Vielen Dank für alle, die hier am Start sind. Ja, ist völlig krass. Wer spielt bei euch alles in der zweiten? Bei der zweiten, da hat die Kaderplanung hat da größtenteils Panne mit meinem Bruder gemacht.
Jedes Mal ja. 80. Ja, Meldung ging vorhin bei mir nicht, okay. No! Ja, hier! Ja. Ja. 10. 1, 2, 3. Wir haben über 300 und zählen zu den Größten in der Umgebung. 6. Ja, 300 ist ja auch viel. 300 ist ja viel, also es sind ja alles nochmal so ganz verrückte Zahlen. Also es ist schon heftig. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja ein Jahr, also bis zum ein Jahr ist das, ne? Ein Jahr und wir haben gerade erst angefangen. Gut. Gut, wir spielen noch zwei Feldern, Feld 1 hier, Feld 2 dort. Dort Champions League, hier Kreisliga C. Das heißt, ist geil. Derjenige, der hier sein Duell gewinnt, der Gewinner geht rüber. Oh. Der dort sein Duell verliert, steigt ab. Wir machen geil. Zwei Gruppen. Ich mache euch das einmal hier vor. Also spiegelverkehrt. Die Gruppe macht in die Richtung, die andere. Hat der einen A-Duell-T-Shirt an? Ach. Die Gruppe macht es von dort in die Richtung. Ihr seht zwei kleine Tore. Ich werde hier stehen, oder Andi wird hier stehen. Ich werde drüben stehen, zwei Spieler, nichts, ne? Links und rechts. Und dann seht ihr Farben. Zwei rote Farben, zwei blaue Farben, zwei gelbe Farben. Drüben haben wir zweimal weiß, zweimal rot, zweimal gelb. Ich werde eine Farbe nennen und dann geht es auf Sprint um das Hütchen. Das ist meiner Meinung nach auch immer ein richtig gutes Trainingskonzept, irgendwie so ein Wettbewerbsfeeling reinzubringen. So Abschlussspiel, Verliererteam muss Strafrunden machen. Abschlussturnier, Verliererteam muss, weiß ich nicht, Leibchen waschen, weiß ich, ja, irgendwas muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr einfach nur so ein Spiel macht, erst, ja, hier spielt man gegeneinander, Gewinner. Es muss immer um irgendwas gehen. Nein, nicht kohletechnisch, sondern irgendwas. Das Verliererteam muss irgendwas machen. Runden laufen. Auch, ich finde zum Beispiel auch schon nur Tore abräumen, das ist zu wenig. Tore abräumen, zu wenig. Am besten irgendwas mit Laufen gehen. Liegestütz ist auch Lech. Am besten irgendwas mit Laufen, weil dann spielen die um ihr Leben. Der Ball wird reingespielt, 1 gegen 1. Wer das Tor macht, gewinnt. Also ich sage beispielsweise rot, die zwei Spieler hier laufen rum, außen rum, innen wieder rein und dann geht es um Zweikampf und um das Tor. Wenn Sprint, kein Tor ja, gemacht wird, wird Ball reingespielt, bis ein Tor gemacht wird. Ah, das war's? Ah, Ogün! Hol ihn, hat so einen guten Rabona. Ja, Mann! Ja, weiter Ball! Beim dritten Mal steigen beide ab. Da, sonst wird's hier zu voll. Weißt du, was auch das Geile ist? Sorry, ich muss Stopp drücken. Wir haben so eine krass sympathische Mannschaft, Freunde. Man muss jetzt, Sydney hat, der war Profi. Maike hat noch vor ein paar Jahren, also vor 3 Jahren oder so, hat er bei Hamburg U23 gezockt. Oder 21 heißt es ja, glaube ich, da. Seine komplette Jugend bei Hertha. Ali spielt, hat sein ganzes Leben lang da, hat über 100 Regionalligaspiele. Da gibt es ganz viele Jungs, die haben damals noch Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga gezockt und ein paar in der zweiten Liga. Und wisst ihr, was das Geile ist? Da fühlt sich niemand krass. Also, die machen das, was der Trainer sagt. Wisst ihr, was ich meine? So, die könnten jetzt auch so sagen: Kennt ihr so eine Spieler im Verein, die haben höher gespielt und die denken, die sind die krassesten und labern irgendeine Scheiße? Das ist bei uns gar nicht so. Dann macht jeder das, was der andere ihnen sagt. Dann haut mal hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner von den anderen Spielern sagt dann mal zu Sydney, ey, mach das, spiel mal irgendwie da oder so, dann macht er das. Also die machen das. Bieler ist safe so. Nein, Bieler ist gar nicht so. Bieler ist null so. Bieler macht genau das, was jeder macht. Die sind alle super sympathisch. Mbappé, ja, so, ja, genau sowas. Wir harmonieren super als Team. Da fühlt sich niemand besser als der andere. Das ist wichtig. Wir machen jetzt Torschuss. Wir beide machen eine Wette, wer mit Tor machen kann. Und was? Essen nach Trinken. Guter Schuss, ich hab eigentlich gar keinen Hunger. Dann hab ich doch Hunger. Hat seine GoPro immer. Zwei Kontakte, weiß ich nicht, Ali. Der kann das gar nicht. Gut gehalten. Schade. Schade. Unglücklich. Unglücklich. Warte, jetzt ist Kopf. Warte. Nur noch schlimmer.
Das ist so ein scheiß Kunstrasen, Digga. Wieso warst du nicht beim Training? Weil ich am Arbeiten bin und einen doppelten Muskelfaserriss und einen Bänderriss habe. Übrigens, so Training ist das, was mich sehr ausbremsen wird. Ich kann fast nie zum Training, weil Eli Geller arbeitet. Also streamen muss. Ich muss auch streamen. Wir haben so einen Kack-Kunstrasenplatz. Ihr seht es, so wie das abstockt und der ganze, dieser Sand und so. Das ist echt ein schlechter Kunstrasen, muss man leider sagen. Das ist wie so ein... Ja. Bring es auch die ganze Zeit vor. Dali! Bring es auch die ganze Zeit vor, dass er schon was ist. Ich weiß nicht, wie viel wir gespielt haben. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Post-Interview. Wie fanden dieses Spiel? Abschlussspiel? Ihr habt sehr gut gespielt. Wie viel haben wir gespielt? Ihr habt gewonnen. Ich hab schon mitgezählt dann. Hat Bock gemacht. Ja. Abläufe rein, bevor wir hier. Wichtige Frage. Bei mir ist alles noch so ein bisschen mit der Auge. Tut bei manchen Situationen noch weh, aber ich bin positiv überrascht, dass ich auch das ganze Training machen konnte. Also. Was sagt der Puls? 150 geht's gerade noch. Ja, das ist erst eine halbe Stunde her. Ja, also guck mal, es stoppt außerdem noch 51 Minuten. Ich glaube, dann war Dings Limit. Hat es einmal kurz gepiept. Aber zweimal, die haben zweimal in der Woche, Montag ist Yoga, so jeder kann da hin, wenn er irgendwie ein bisschen entspannen will. Dienstag ist Training, Donnerstag ist Training und Freitag ist so auch ein bisschen mobilisiert. Also in der Woche zweimal Training, wer will viermal. Wovon zweimal aber nicht so krass hart ist. Ich will jetzt nicht alles auf dem Torwart schieben, aber gut. Torwart ist schön, ne? Immer wenn wir zusammen spielen, ja, verlieren wir. Also wir haben erst zweimal zusammen gespielt und wir haben beides verloren. Jetzt, ja, beides. Jetzt ist die Frage, Ende der Beweiskette. An wen liegt es jetzt die Frage? Das ist die gute Frage. Nein, an mir. Also ich kann ja nicht, ich bin ja kein richtiger Spieler. Micha, das finde ich auch cool von dir, dass du zu 808 stehst. Das ist geil. Das ist ein Shirt, Digga. Von so einem Turnier, Gastro-Cup. Warst du bei 808-Team? Ja. Cool. Ja. Ich würde auch mitspielen. Wenn Tosch das gut läuft, läuft Spiel nicht gut. Denkst du gerade, dass der Mann schießen kann? Nimmt sich die ganze Zeit den Ball aus 18 Metern? Ali? Dachte er, er kann schießen auf einmal, ne? Der hat heute ein Traumtor geschossen. Der hat heute ein Traumtor gemacht. Hallo, wir haben 9-0 gewonnen. 3 Tore davon aus mindestens 20 Metern. Warum? Weil sie aufs Tor schießen, weil ich es ihnen sage. Dreimal, also 2 Tore waren richtig geil. 2 Traumtore. Hat Marlon gerade einen Verein? Momentan nicht. Der trainiert ab und zu bei uns mit. Ich glaube, Dienstag trainiert er bei uns wieder mit. Wann kommt das Video morgen? Hat er. Ego. Ego, Jonas. Jonas. Ich stand im 16er drin. Wurde ihr weiter auf der Ecke geschossen? Ja, der war böse. Absolut, das danach ist ja. Digga. Ah, und dann an deinem Spiel hat es nicht gereicht. Hast du ein Tor gemacht? Ja, ja. Gute Einheit, Jungs. Gute Einheit, Jungs. Schlüssel, Mann. Digga, ich hab noch Tore weggebracht und so, Chat. So, Freunde. Wir sind so in der Kabine. Das ist mit dem Training. Ich sehe die Männer erst wieder am Sonntag. Das erste Ligaspiel, Leute. Highlights werden bei Eli kommen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht mehr bei Herzen, ne? Stahler Hund. Was denn? Kennst du mein Auto? Nein. Du willst mich mitnehmen. Du willst mich mitnehmen. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 8. Oh Gott, Digga. Oh Mann. Everything has changed. Every day.